Let's be real. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu Let's Be Real. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Frau Hilmi Arslana, Parlamentspräsidentin in Frankfurt. Herzlich willkommen, Frau Arslana. Vielen herzlichen Dank, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Und wir würden gerne ein paar Fragen an Sie stellen. Und zwar, wir können mit erster Frage anfangen. Und zwar, Sie haben immer so eine positive, ruhige und freundliche Ausstrahlung. Das ist schon Ihr Markenzeichen in Frankfurt. So eine Ausstrahlung hat ein glücklicher und starker Mensch. Wie schaffen Sie das? Liebe Nino, ja, vielen Dank für die Einladung erst einmal. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Und danke auch für diese positive Rückmeldung, dass Sie mich als glücklichen und starken Menschen erleben. Freut mich. Ja, unsere Gesellschaft und auch die Welt hat viele Probleme zu bewältigen. Das ist nun mal klar. Aber auf der anderen Seite bin ich nicht ein Mensch, der auf hohem Niveau jammert. Ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Und es ist, ich bin gesund, meine Tochter ist gesund, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben genug zu essen, meine Tochter kann in die Schule gehen und vor allem, ich habe den Luxus, einen Job ausüben zu dürfen, der mir wahnsinnig viel Spaß macht und in dem ich richtig aufgehe. Was will ich mehr? Starke Menschen wie Sie gehen kluger mit Krisen um. Und Krise wie Corona oder Krieg in der Ukraine und nicht nur in der Ukraine momentan, wie reagieren Sie als Mensch darauf? Naja, wie Sie so schön sagen, wie reagiere ich als Mensch? Und da gibt es ja immer den schönen Spruch, es geht den Menschen wie den Leuten. Mir ging es, als ich von dem Beginn des Krieges gehört habe, wie vielen anderen, ich war einfach nur fassungslos. Und die Pandemie hat natürlich auch mich verunsichert. Aber ich denke, es bringt nichts, in Schrecken zu erstarren oder sich einzuigeln. Das hilft niemandem etwas. Deswegen bin ich der Meinung, wir müssen in solchen Krisen einen kühlen Kopf bewahren und uns genau überlegen, und das war halt auch mein Ding, was kann ich als Person ganz konkret tun? Also strategisch gesehen. Also das ist erstmal auf der niedrigschwelligen Ebene. Was kann ich als Person ganz konkret tun? Und das haben ja sehr viele Frankfurterinnen von Stunde 1 an sofort sich auf die Straße begeben, dagegen protestiert, den Menschen, die hier ankamen, geholfen. Das ist die eine Sache. Aber gerade in meiner Funktion war natürlich auch zu überlegen, was können wir politisch tun? Welche Strategien können wir entwickeln, um die Krise abzumildern und dann auch aus dieser Krise rauszukommen? Und krisenhafte Erscheinungen scheinen ja sozusagen in unserem Alltag zu gehören momentan. Krisenhafte Erscheinungen scheinen ja sozusagen zu unserem Alltag zu gehören. Also wir hoffen es, dass die nächste Krise nicht mehr uns begleiten werden. Und Sie als positiver Mensch und eine starke Mensch oder starke Frau, welche Rat würden Sie an unsere Bürger geben, wie man sich darauf also so einstellen oder mit diese Probleme umgehen sollen? Also was positiv sozusagen oder stark? Ja, als positiver Mensch, so wie Sie mich tituliert haben, geht es in erster Linie darum, dass wir nicht auf die nächste Krise warten. Wir hoffen, dass wir genug Krisen jetzt hatten und eine Weile die Krisen, egal welche Art, uns in Ruhe lassen. Es ist auch sehr schlicht schwierig, sich auf eine Krise vorzubereiten. Außer vielleicht jetzt auf die Energiekrise. Was man im Vorfeld schon mal planen kann. Ja, die ist nämlich schon konkret. Ja. Das ist jetzt keine Krise, die wir uns ausdenken müssen, die ist konkret. Wir werden diesen Winter alle frieren. Und dann geht es darum, was können wir tun? Ich sage mal ein ganz banales Beispiel. Wir können uns jetzt schon überlegen, welche Zimmer müssen wir denn heizen?
Das ist natürlich nur ein Beispiel, aber genau das ist der Punkt. Es geht darum, eine Haltung zu entwickeln. Und meinen Sie, das wäre schon dieser Plan für Winter? Können wir, kam in Frankfurt? Können wir natürlich machen, dann sind wir vorbereitet, weil das absehbar ist. Mhm. Ich hoffe nicht, dass es ganz schlimm sein wird, aber es ist zumindest absehbar. Und dann zu überlegen, wie zum Beispiel das mit dem Zimmer, das kam mir in den Sinn, weil früher hat man auch nicht alle Räume geheizt. Ja. Dann war man in der Küche, da gab es einen Ofen, da war man den ganzen Tag über und mit dem Ofen und Essen kochen und so weiter, war die Küche sowieso immer warm. Und das hat mich dazu verleitet zu überlegen, okay, was kann ich denn jetzt machen? So als ganz banales, einfaches Beispiel. Aber ich will damit nur zeigen, man kann Beispiele jetzt entwickeln, aber man kann sich schlecht auf eine Krise vorbereiten, konkret, wenn man die Folgen noch nicht absehen kann. Ja, klar. Deswegen kann man nur eine Haltung entwickeln dazu. Und da sage ich wieder, einen kühlen Kopf bewahren. Und was wichtig ist, die Nächsten im Blick behalten. Das heißt, empathisch sein, eine Empathie entwickeln und die Nächsten im Blick behalten und gucken, wo man helfen kann. Und natürlich aber auch wieder auf der anderen Ebene politische Strategien zu entwickeln, wie man aus der jeweiligen Krise dann rauskommen kann und Lösungen entwickeln, wie man die Krise abmildern kann. Und das ist das Allerwichtigste, glaube ich, genau, was auch unsere Zuhörer und Bürger das hören wollen, sozusagen. Ja. Es fällt auf, dass Ihre Partei, also die Grünen, im Moment in Deutschland mit ihrem Personal offenbar sehr viel Erfolg haben. Stark und glücklich zu sein, ist das Geheimnis hinter diesem Erfolg? Also, auf diese Frage möchte ich mal so antworten. Stark, definitiv. Die Stärke der Grünen verhilft zum Erfolg. Auf der anderen Seite möchte ich aber sagen, ich persönlich, und da vermute ich, spreche ich für viele andere Grüne auch, glücklich sind wir darüber nicht wirklich. Denn die Themen, die heute sehr brisant sind, aktuell auf der Tagesordnung, das sind unsere Kernthemen, für die wir seit 30 Jahren Lösungen entwickeln wollen, die wir seit 30 Jahren immer wieder propagieren, dass wir an der Stelle was tun müssen. Sei es Klimaschutz, sei es Nachhaltigkeit oder sei es aber auch die Energie- oder Mobilitätswende. Das sind unsere Kernthemen. Die haben wir schon vor 30 Jahren im Blick gehabt. Und glücklich bin ich deswegen nicht, weil ich mir offen gestanden gewünscht hätte, dass diese Themen nicht erst jetzt, wo ich mal sagen möchte, wir sind 5 vor 12, wir stehen bei 5 vor 12, sondern ich hätte mir gewünscht und wäre glücklicher, wenn diese Themen viel früher in der großen Gemeinschaft und bei den großen, bei den Parteien angekommen wäre. Und im 21. Jahrhundert sprechen wir immer noch über Frauenrechte und die Gleichstellung von Frauen und Männern. Traurig und peinlich genug, glaube ich, oder? Also, dass wir darüber noch in unserer Zeiten sprechen müssen. Mit Ihrem persönlichen Hintergrund, also Sie sind aus der Türkei, haben Sie es dann noch geschafft, in Frankfurt erfolgreich zu sein. Was ist die Route für andere Frauen? Mhm. Was würden Sie für andere Frauen? Also zunächst einmal, es ist traurig und peinlich, aber es ist einfach ungerecht, wenn Frauen heute im 21. Jahrhundert für die gleiche Tätigkeit immer noch weniger verdienen als die Männer. Das ist in Deutschland so, das ist in der Türkei auch so, das ist in vielen anderen Ländern so. Das ist einfach ungerecht. Und dann ist es aber auch unklug. Es ist unklug, die Hälfte der Menschheit und deren Ressourcen nicht einzubinden. Das können wir uns als Gesellschaft heute einfach nicht mehr leisten. Was die Frauen tun müssen. Ja, das wäre vielleicht die nächste Frage. Ja. Was müssen die tun? Also die Frauen müssen für ihre Rechte kämpfen. Das hat die Frauenbewegung vor 100 Jahren gemacht, ist mittlerweile in Vergessenheit. Aber die Frauen müssen dafür kämpfen, dass sie ihr Leben autonom gestalten können. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie einen Beruf ausüben können, damit sie
ihre Lebensgrundlage bestreiten, ohne finanziell abhängig zu sein von einem Ehepartner oder von der Familie. Und das ist ein bestes Beispiel momentan ist mit afghanischen Frauen, ja, aber die jetzt richtig kämpfen für eigene Rechte. Genau. Aber wir sollten eben bei den afghanischen Frauen, da gibt es überhaupt keinen anderen Ausweg mehr, weil die so am Limit sind, da müssen die kämpfen. Mhm. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass es in Deutschland so aussieht, naja, uns geht es doch gut. Und gerade die jungen Frauen, muss ich an der Stelle sagen, die oftmals nicht wissen, dass ihre Vorfahren dafür kämpfen mussten, dass Frauen einen Beruf ausüben dürfen. Bis 1976 durften Frauen kein eigenes Bankkonto haben in Deutschland. Also da wurden viele Kämpfe erstritten und viele Rechte erstritten. Und das müssen die Frauen heute weiterführen. Sie müssen ihre Stimme erheben und sich für ihre Rechte einstehen. Und dabei finde ich einen besonders wichtigen Punkt. Es gibt immer so viele Verhinderer. Habe ich auch selbst erlebt. Als ich meinen sehr guten Beruf aufgegeben habe und mich selbstständig gemacht habe, kamen viele, Mensch, bist du verrückt, einen sicheren Job, wo du so viel verdienst, aufzugeben. Selbstständigkeit, das ist doch Risiko. Nein, haltet euch von den Verhinderern fern, liebe Frauen. Denn es gibt auch die Unterstützerinnen. Ja, das verstehe. Haltet euch an die Unterstützerinnen, bildet Netzwerke, denn gemeinsame Stärke bringt uns richtig voran. Das stimmt. Liebe Frau Arslaner, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für das interessante Gespräch, was Sie jetzt mit uns geführt haben. Liebe Zuschauer, ich hoffe, dass ihr Spaß gehabt und hoffentlich, dass wir bald wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen.